Fahrradradwege in Peru und positive Maskulinität in Ruanda. Ja, angesichts der Sparzwänge im Bundeshaushalt entzündet sich natürlich die Kritik an solchen Projekten, die Deutschland im Ausland finanziell aktuell schon unterstützt hat und weiter unterstützt. Dabei hat die Spaltung unserer Gesellschaft viel mit natürlich der Demotivation leider auch der Leistungswilligen in diesem Lande zu tun. Und damit meine ich natürlich jetzt nicht ausnahmslos die bis an den Rand der Selbstopferung arbeitenden Selbstständigen und Unternehmer, sondern auch eben jene ehrgeizigen und aufstiegswilligen Fachkräfte und die sprichwörtlichen Discounter-Verkäufer und Verkäuferinnen, ja, die am Wochenende noch einen Aushilfsjob annehmen, um ihren Kindern vielleicht dann doch noch einen Sommerurlaub zu ermöglichen. Die Informationen über die vom Bund finanzierten Radwege in Peru sind da für die Moral natürlich ebenso toxisch wie der groteske Aufbau hochbezahlter Beamtenstellen in der Regierung oder wie die absurde Erhöhung auch der Bürgergeldsätze, was wir leider erleben. Richtig fatal wird das, wenn dann noch Zahlen der Bundesbank serviert werden, die zeigen, welche Geldtransfers ins Ausland fließen. Man muss sich ja nur mal vorstellen, dass auch durch Migration oder Migranten in 2022 zum Beispiel nach Syrien 407 Millionen Euro geflossen sind. Nach Afghanistan immerhin 162 Millionen Euro und in den Irak nochmal 120 Millionen Euro. Doch der Sozialstaat der Leistungsverweigerung belohnt und Integration verhindert, ist meiner Meinung nach vollkommen dysfunktional. Unser Land ist weder Außen- noch Sicherheits- und Wirtschaftspolitik richtig wehrhaft, kann man sagen. Doch gerade in einer alternden und vor allen Dingen auch rohstoffarmen Bundesrepublik Deutschland müssten ja eigentlich mehr Leistungswillige oder eine signifikant höhere Produktivität den so bedeutsamen Wohlstand fördern und absichern. Doch eben jene Diskussion wird erstmal gar nicht mehr geführt. Stattdessen ist unsere politische Landschaft so durchgeschüttet wie seit 1949 beziehungsweise seit 1989 nicht mehr. Die alten Gewissheiten eigentlich der Bonner und Berliner Republik lösen sich in weiten Teilen auf. Doch der Niedergang ist nicht nur Resultat fataler, fehlender Politik, förderlicher Politik vor allen Dingen, sondern eben auch Produkt einer gefährlichen Bequemlichkeit und Resignation vieler Menschen hierzulande. Natürlich geht es in einer freien, liberalen Gesellschaft niemand etwas an, wie viel jemand arbeitet und eben auch nicht, wenn Effizienz und Resultat stimmen. Doch der Niedergang unseres Landes ist meiner Meinung nach ein Spiegelbild ausgebildeter struktureller Reformen unserer Politiker, die diese Bequemlichkeit dabei bis heute ausnahmslos eigentlich mit vorleben. Denn bereits unser Steuersystem ist äußerst leistungsfeindlich, denn man im ganzen altmodischen Sinne die Leistungsträger nach der Steuernettobilanz mal definiert, haben diese immer mehr zu schultern und die Bürokratie kommt natürlich noch oben drauf. Im Jahr 2019 zahlten die reichsten 10% der Deutschen durchschnittlich rund 47.600 Euro mehr Steuern und Abgaben, als sie an staatlichen Leistungen erhielten. Und beim obersten 1% der deutschen Haushalte waren es sogar über 118.000 Euro. Und die linken Parteien, wozu übrigens auch jene Grünen gehören, wollen eben jenes Steuersystem mit ihrer Politik noch leistungsfeindlicher machen. Ohnehin benötigt nicht nur unser Steuersystem dringend neue Reformen, sondern eben auch natürlich unser gesamtes Sozialsystem. Gerade beim Thema Pflege stehen die Zeichen hierzulande wirklich auf Sturm. Denn war einmal ein Heimplatz gefordert oder gesucht, hat es in Deutschland seit Jahren immer wieder Probleme gegeben, einen zu finden zeitnah. Und der demografische Wandel und die anhaltenden Betreiberkrisen verschärfen natürlich auch diese Notlage zunehmend. Kein Wunder also, dass die Kosten, insbesondere für Heimbewohner, die auf Pflege angewiesen sind, rasant gestiegen sind. Bis Mitte des Jahrhunderts werden schätzungsweise mehr als 1 Million Pflegeplätze fehlen. Viele kennen das Problem vor allem aus dem familiären oder Bekanntenkreis. Und zwar, wenn Angehörige von einem Tag auf den anderen eben auf Pflegeleistungen doch angewiesen sind. Und dann gestaltet sich die Suche nach einem freien Zimmer in einer Pflegeeinrichtung oftmals sehr, sehr schwierig,
sodass man entweder auf eine weit entfernte Einrichtung ausweichen muss oder eine ambulante Pflege in Anspruch nehmen muss, wenn man sich das dann hoffentlich auch noch leisten kann. Doch die heutigen Schwierigkeiten dürfen wohl nur ein Vorgeschmack eben dessen sein, was wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen sehen. Ja, denn während die Zahl der älteren Menschen immer weiter rasant zunimmt, bricht natürlich der Bau neuer Pflegeheime momentan ebenso massiv ein. Eigentlich bräuchten wir in Deutschland jeden Tag ein neues Pflegeheim mit 80 bis 90 Plätzen. Denn die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird bis 2040 um unglaubliche 21% steigen. Und daraus ergibt sich natürlich auch ein großer Bedarf an stationären Pflegeeinrichtungen, die natürlich auch mit Personal entsprechend gut gefördert werden sollten. Doch was nützen am Ende des Tages mehr Pflegeeinrichtungen, wenn man das entsprechende Personal eben dann nicht hat? Ich sehe es täglich in meinem persönlichen Umfeld oder auch Bekanntenkreis, dass viele Heime teils ganze Standorte und Stationen schließen müssen, weil einfach nicht genügend Personal vorhanden ist. Doch anstatt diesen Beruf vor allem auch finanziell mal wirklich attraktiver zu machen und zu fördern, so wie es von Seiten eigentlich der Politik während der Corona-Krise übrigens auch vollumfänglich versprochen wurde, wird weiterhin das Personal irgendwie im Ausland rekrutiert und nicht hier in Deutschland. Und ohne diese ausländischen Pflegekräfte werde das System ohnehin schon gar nicht mehr so leistungsfähig aufrechtzuerhalten und schon längst zusammengebrochen. Doch das heißt, immer weniger Personal müssen immer mehr Personen pflegen und das in einer Zeit, in der die Bequemen durch Bürgergeld und anderen Annehmlichkeiten den Ton angeben, während die Leistungsträger immer mehr schultern müssen und sich ernsthafte Gedanken zu machen, dieses leider gespaltene Land zu verlassen. Keine wirklich rosigen Aussichten. Mich würde an dieser Stelle übrigens auch mal ganz persönlich Ihre Meinung diesbezüglich interessieren. Und zwar, ob Sie der gleichen Auffassung sind, dass Bequemlichkeit hierzulande eher gefördert wird, als unser Land mit Leistung ja zu altem Glanz wieder zu verhelfen. Schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare und teilen Sie mir Ihre Ansicht dazu gerne auch unter diesem Video mal mit. Ja, und passend dazu habe ich erst übrigens auch vor kurzem ein weiteres Video zur aktuellen Rentenpolitik mal veröffentlicht, das ich Ihnen ebenfalls hier nochmal links eingeblendet habe. Denn dort werden auch mal die Abgründe eben unseres Sozialsystems mal mit offenbart. Wie gesagt, auch dort schauen Sie sich das gerne mal an, informieren sich und bis dahin wünsche ich Ihnen dennoch den Blick nach vorne. Es bleibt uns keine andere Wahl. Und ja, bleiben Sie mir vor allen Dingen gesund. Alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Klaus Obbe.